Hallo und willkommen zu einer neuen EP von The Magic EP. Ganz toll. Witzig. Ja, Kevin hat mir gerade ein Ja, Indie-Game, was Entschuldigung, er ich hab selber grad ein gemacht bisschen hat, Hitze am Weg geschickt. gehabt. Ja, wir haben hier gerade noch nebenbei die Konfi auf. Sagt einfach Eben. alle mal Hallo. Tschüss. Hallo. Bla. Hallo. Hallo. Lee. Miep, miep. Ja, Kevin hat Ich mir ein bin ein Indie-Game Vogel. geschickt und das wollte ich jetzt mal eben schnell spontan let's playen. War heute durch, ne? Ja, wie lange brauche ich dafür, Kevin? Eine Minute. Gut. Geil. Super LP. Gut, Wahrscheinlich Let's Fail. Er wird bestimmt in den ersten paar Sekunden schon verkacken. Black Beauty lebt. Das Spiel bringt dich dazu, glaub mir, die Musik ist auch besser als in Elyra 2. Ist es denn das ein Eichhörnchen oder? Das ist wieder so ein anderes Spiel. Siehst du Ist das geile Eichhörnchen Grafik, Mann? oder? Drück mal eine Digga. Ne, drück mal eine Taste, Digga, Schör. Was ist das jetzt? Was? Spiel 1 starten. Es ist Samstag, der 32.12.2012. Nun ist es schon 32 Tage und 12 Monate her, dass die Welt unterging und die Menschheit in einer Par ein, eine, in ein Paralleluniversum floh, um zu überleben. Boring. Du bist der 19-jährige Pascale, der Name frei erfunden und wohnst in einem Ananas ganz tief im Meer. Kommt mir bekannt vor. Irgendwie gelbe Quadrathosen? Fuck. Genau. Du nee, bist nee, alles gerade frei erfunden. aufgestanden. Plötzlich Ach klingelt es so, an der Tür. natürlich. Du entscheidest dich, scheidest, du entschließt dich zu öffnen. Michael Jackson steht vor deiner Tür und fragt nach deinem Namen. Womit antwortest du? Also jetzt habe ich die Auswahl. Hi, my name is what? My name is who? My name is... Mein Name ist Guybrush Threepwood. Du bist des Todes. Ich heiße Passikali. Nimm Threepwood, nimm Threepwood! Nimm Passikali oder wie das Ding hieß. Ein Kumpel von mir gibt meinem anderen Kumpel immer so einen fiesen Spruch, Spitznamen. Gaybrush. Fällt mir da gerade ein. Gaybrush. Nein, ich glaube, ich nehme das erste. Hi, my name is. Who, my name is. My Also ich mach little das Spiel. animal zombies rippen dir den Kopf ab. Shitting down your neck. Okay, und jetzt? Game over. Zwei drücken. Michael antwortet, ich schaudere. Moonwalk, richtig. Moonwalk und Richtung Stadt. Okay. Irgendwie Richtung Stadt. Okay, du folgst Michael in die Stadt. Dort angekommen musst du feststellen, dass Donkey Kong auf dem Giant Tower steht und einen islamistischen Bauchweggürtel trägt. Wie kommst du auf so einen Scheiß? Ich bin kreativ. Ja. Und du musst etwas unternehmen. Du setzt deine mächtigste Waffe ein, die Stimme. Was schreist du? Vorsicht, da fliegt eine tote Taube. Bananen, 100 Stück für ein Extra-Leben. It's a me, Mario. It's a me, Mario. Ne Ich finde Mario. Outward 2 so cool. Ich nehme 2. Donkey Kong ignoriert dich. Plötzlich hast du ein leises. Alles um dich herum explodiert. Das war ein Creeper. Dann bin ich jetzt schon das zweite Mal in Kevins Spiel gestorben. Nämlich 3. It's a me, Mario. Donkey Kong verzichtet darauf, mit brennenden Fässern zu werfen. Und entschließt sich dazu, dich einfach mit seinen Fäusten zu zerschmettern. Drittes Mal gestorben. Ich hab doch gesagt, er fällt ins Spiel. Vorsicht, da fliegt eine tote Taube. Donkey Kong klopft sich amüsiert auf die Brust. Plötzlich wird er von einer fliegenden toten Taube erschlagen. Er fällt vom Gebäude. Wie kommst du auf sowas? Ich find's geil. Donkey Kong prallt auf den Boden auf und er schlägt Michael Jackson. Du weißt, dass er irgendwas Oddi versteckt hat. Du willst ihn durchsuchen. Wo suchst du? In der Hosentasche. Moment mal, das hast du mir gespoilert, oder? Da stirbt man. Yep. Im Hintern oder im Schritt, wo soll ich denn jetzt noch suchen?
Ich glaube, das ist Instant Death. Ich glaube, jetzt suche ich im Hintern. Du bleibst mit deiner. Nein! Du bleibst mit deiner Hand stecken und verhungerst. Und verhungerst ganz toll. Game over. Im Schritt an mir aus. Du findest einen Brief, der um seinen Jacko gewickelt ist. In dem Briefumschlag war nichts. Versuch's nochmal ohne Fehler für das Special Ending. Okay. Mach ich nochmal. Achievements? Ja, ich doch gesagt. Cool. Spiel starten. Es ist Samstag, ja, weiß ich. Bla bla bla. das zweite war richtig. Ich mag das Spiel. Tote Taube war richtig. Im Schritt. Ja, okay. Brief und diesmal steht da. Im Brief ist ein Keks, du hältst Keks, du hast den Keks erhalten, you win. Yay! Anzahl der Fails 0. PS, das Piepen kommt von Antivir. Das Spiel ist verseucht. Ganz toll. Ich hab kein Antivir. Ja, ganz super. Du hast einen Keks gewonnen und den kannst du jetzt essen, obwohl er in Michael Jacksons Schritt gelegen hat. Das war lecker. Aber nachts ist das Camp noch egal. Okay, dann kann man das Spiel auch als beendet abhaken. In 6 Minuten und 37 Sekunden. Das ist ja nicht mal ein Part. Egal. Jetzt habe ich wieder was zum Hochladen. Doch. Dann sag mal tschüss. Hallo. Ja, warte, da kommt er doch was, meine Güte. Der Ingame-Sound ist viel zu laut. Alter, wie ich hier gerade durchwasche. Was kommt denn da noch? Geht er gleich sehen. War bestimmt irgendwas Heftiges, Ekelhaftes. Das war weder eine 1 noch eine 2. Du bist scheiße, das Spiel endet sich jetzt. Nur einen Spaß, sorry. Spiel starten, Spiel beenden, Achievements. Das war weder eine 1 noch eine 2. Du bist scheiße, das Spiel beendet sich jetzt. Ich mach Achievements mal. Ja, versuch mal mit 2. Ich versuch mal mit 2 zu beenden, viel Glück. Gelöst zu 75%. Okay. Was soll ich dann jetzt noch anders machen? Soll ich dem Affen nochmal in die Hosentasche greifen? Mach mal. Okay, nee, ja. Nee, gut. Du musst das Spiel. Guck doch mal deine Achievements, welche fehlt, du Pfosten. Warte mal. Epic Win, mache keinen einzigen Fehler, habe ich. Mache weniger als 3 Fehler. X heißt Bescheid. Heißt X, dass ich das hab? Ja. Vollidiot, mache mehr als 3 Fehler, habe ich auch. Suchtlappen, spiel das Spiel 5-mal durch. Heißt das, ich muss mir die Endsequenz 5-mal anhören? Nee, nur einmal. Ach gut. Dann mache ich das mal eben gut, schnell. Ich weiß es gerade nicht. Okay, du bist des Todes. Gut, dann mache ich das mal. Bananen, jetzt ist ja egal, was. Wenn ich. Nee, ah. Bananen, nee. Vorsicht, tote Taube. Im Schritt. Ja. Yeah. Gut, Spiel starten. Verdammte Scheiße! Gut. Tote Taube im Schritt? Nee, nix Taube im Schritt. Ich will jetzt mal kurz sagen, Pimiriban, du hast echt Langeweile, also ganz ehrlich. Aber ich finde das Spiel gut. Cool. Also mir macht Spaß. Ich werde darüber cool, entdecken, nee, aber das geht ja gar nicht. Wie man auf so eine Scheiße kommt, verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Ja, ist doch klar. Ist doch voll, das ist recht, okay, das mit den Keks hätte ich mir denken können, aber naja. Wie lange hast du dafür gebraucht, das zu machen? Verdammt lange, bestimmt. Bitte schon. Yay, yeah, ich hab das Spiel gelöst zu 100%. Nimmst du es noch auf? Spaß. Also drück Enter für eine Belohnung. Wow. Keks! Das kann man in der Aufnahme leider nicht so gut sehen. So. Keks! Mein Explorer hat sich geöffnet. Cool. Die muss ich in die Comfy posten. Hier. Ja, mach, komm. Gib her. Nom. Ach, wie geil. Keks. Schwarz-Weiß-Keks. Oh, cool. Wir haben gleich die 10 Minuten. Ich kann den nicht essen. Yay. Ich beiß immer gegen den Bildschirm. Ist immer irgendein Glas ist davor. Nom, also gut. Wie witzig. Das Spiel bekommt von mir eine 2+.
Ja. Also wäre der Sympathiebonus nicht da, würde ich jetzt dafür eine 4 geben, aber nein. Nein, Mann. Ich habe 10 Minuten Langeweile vertrieben. Ja, yay. Und yay. Hast ein neues Let's Play beendet. Oh mein Gott, jetzt kann ich mir wieder einen Monat Urlaub gönnen. Ja. Stimmt nicht, wir müssen noch beide Resident Evil aufnehmen. Ach so, ja gut. Dann kann ich das... Okay, ja gut. Dann sag nochmal alle Tschüss. Tschüss. Winke, winke. Winke, winke. Bye, bye. Winke, 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 winke.